Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? In Gdańsk können wir das beantworten. Da sage ich, ja, ich würde gerne mal ein paar Konzerte machen, das mal ausprobieren, das zu buchen, ob ich es hier machen wollen würde. Dann hat Czesław gesagt zu mir, Maxi, gerne, du musst aber dann da dranbleiben und das richtig machen. Und nicht nur ein Konzert machen oder sieben, sondern das ganze Jahr bespielen. Und das hat mich natürlich motiviert und das hat mich auch erstmal auf die Idee gebracht, das so zu tun. Irgendwann ist Maxiu gekommen. Maximilian Janecki heißt das. Ksywa oder Künstlername, das ist Maxiu. Und wollte ein Konzert organisieren. Habe ich sofort gesagt, Maxiu, entweder Projekt oder gar nichts. Und dann ist entstanden das ganze Projekt. Bisschen Abendfest. 150. Müssen wir aufmachen. Leona und India kommen, sodass wir genug Personal haben, um alles zu checken und zügig den Einlass zu machen. Ich bin geboren in Polen, in Danzig, in der Nähe von Danzig. Ich habe polnische Kultur mitgebracht, polnische Mentalität, polnische Reaktionen, wie Beispiel, siehst du das? Angeblich habe ich polnischen Akzent auch, das auch mitgebracht habe ich. Okay. Gib mir. Nach drei Wochen hat Czesław gesagt, was ist eigentlich Indie-Musik? Warum möchtest du unbedingt Musik präsentieren aus Indien? Ich bin ja dabei, aber ich fand es jetzt ungewöhnlich. Und da musste ich ihm erstmal erklären, was Indie-Musik ist. Aus Indien, da passt nicht zu Gdańska. Aus Indien Musik, das kennt keiner. Maxiu hat mir erzählt, das ist nicht aus Indien, irgendwo aus Asien, sondern Indie-Musik ist eine Freiheit. Und habe ich sofort verstanden, ja, da machen wir. Und das war eine tolle Erfahrung für mich und habe ich wieder etwas gelernt. Die Tourbusse sind natürlich immer riesengroß und hier muss man natürlich gut manövrieren. Und irgendwann kommt dann Czesław und sagt, was ist hier mit den Parkplätzen los? Aber auch wenn alles klappt. Und Helge Schneider spielt hier ab und zu, aber immer unter Pseudonym. Nee, dann heißt er, weiß ich nicht, Marc Spitz oder weiß ich nicht, Max Adler oder so. Und dann einen Tag vorher wird es dann rum erzählt und dann ist der Saal auch voll. Eins ist wetterbedingt ausgefallen. Wir haben 31 Konzerte gemacht. Donnerstags immer Jazz und freitags und samstags immer Indie. Waren echt tolle Künstler da. Mega. Wurden ausgezeichnet mit dem Spielstättenprogrammpreis vom Landesmusikrat. Große Ehre. Und als ich davon erfahren habe, habe ich auch erstmal, war ich sehr ergriffen, kann man so sagen. Hallo zusammen. Hi, ich bin der Henning. Hi, Henning. Alles Tontechnische heute, gerne immer mich anquatschen. Und ich hoffe, alles für euch tun zu können. Ja, vielen Dank. Also ihr habt einen Backdrop, ne? Ja. Genau, den können wir da oben an die Traverse hängen. Ja, sehr gut. Haben wir letztes Mal auch gemacht. Ja, ja. Ich hole schon mal eine Leiter. Jeden guten Tourplan, den ich gelesen habe, da war immer nur die Abfolge Amsterdam-Köln oder Hamburg-Köln. Ich dachte mir, bei dem Markt und so, hey, warum kommen die Bands nicht mal nach Oberhausen und warum musst du immer am Bahnhof Köln-Messe-Deutsch stehen, mitten im Winter und dir den Allerwertesten abfrieren, zwei Stunden, bis du dann endlich wieder zu Hause bist von einem einstündigen Konzert. Ja, für mich ist Musik ganz besonders, weil ich immer mit Musik so nicht nur, die mich durch den Tag begleitet, sondern auch irgendwie durchs Leben so. Ich habe immer viel Musik, die ich mit Ereignissen aus meinem Leben irgendwie verbinde, mit denen ich Sachen verarbeite und Musik bringt die Leute zusammen so, und macht die Leute glücklich. So die beste Investition sind nie irgendwie Sachanschaffungen, sondern Erinnerungen. Weil Erinnerungen immer besser werden und so die Konzerterinnerungen, die ich so habe, die gehören so zu den besten Sachen, die ich jemals erlebt habe, auch mit Freunden zusammen und es verbindet und ja, so kam ich ja irgendwie auch auf die Idee, Leuten irgendwie schöne Erinnerungen zu geben. Ja, und die Leute
Leute zu überraschen, da abzuholen bei den Bekannten, aber dann ins Unbekannte zu stürzen. Die Leute teilhaben zu lassen an dem, was andere kreativ erarbeiten. Und einfach so die einen Gegenpunkt zu setzen, so für den grauen Alltag durch diese Entfremdung in der Arbeitswelt und so, dass die Leute wieder zu sich finden, zu der Musik, zu den Bands, zu den Künstlern. Ich habe das als Veranstaltungslabel gegründet. Warum? Weil ich ja immer so den Eindruck hatte, wir müssten neue Leute präsentieren und ich buche hier im Gdańska dann Konzerte. Ich habe mal eine Kapazität von 200. 200 Leute kann man hier reinlassen. Cool. Also dauert nur noch 2 Sekunden. Nee, keine Leinwand. Erstmal nicht. Und dann ergab sich das, dass die Corona-Lage sich verbesserte und auf einmal Czesław diese Terrasse hier baute. Und dann gesagt hat, ja Maxi, wir können die auch so modular bauen, dann können wir auch ein paar Konzerte machen. Und auf einmal hatte ich eine Genehmigung für 32 Konzerte. Und sonst haben wir auf Spendenbasis gespielt, sind mit so einem Rettungsboot hier durch die Rhein. Und da waren dann so Momente dabei, da dachte man, wow, so dass man das hier auf dem Altmarkt präsentieren kann. Czesław meinte halt auch einmal, ja auf einmal, wir dachten, wir sind in New York oder so, aber auf gar keinen Fall mehr in Oberhausen. Schönen guten Abend, meine Damen, meine Herren, ich lade Sie alle ein, bitte kommen Sie. Doch rein, heute bleibt niemand allein. Und niemand bleibt allein. Nein, 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 nein. Du sagst, dass es geil wär, wenn der noch frei wär. Maiberg, Maiberg. Du sagst, dass es geil wär, wenn der noch frei wär. Maiberg, Maiberg. Ja, der ist so ehrlich und du eher nicht. Und du schaust, wieso er nicht. Du sagst leider. Ja, also ich meine, wunderschön, dass ihr da seid. Ihr seid einfach wahnsinnig viele. Ja, wir waren halt so eine Generation, immer das Leben, wir konnten eigentlich immer alles machen. Gab noch nie so eine ganz große Einschränkung. Und Corona ist jetzt natürlich die erste Einschränkung, die wir jemals hatten. Und war natürlich eine unheimliche Entschleunigung, aber auch ein unheimlicher Einschnitt in unsere persönliche Freiheit. Die Leute haben im Moment, glaube ich, absolut Lust, wieder Musik zu erleben, aber schätzen das auch das erste Mal richtig vielleicht. Dass halt Musik nicht immer da ist, dass Konzerte nicht immer stattfinden können. Sondern jetzt gerade auch, dass die ganzen Sachen jetzt auf sich nehmen, sich erstmal testen zu lassen, dann auf ein Konzert zu gehen mit Abständen und so, ist natürlich auch was ganz anderes. Weil eigentlich möchte man ja auch so ein bisschen Schweiß im Raum spüren und so. Und Kunst wieder, kann ich wiederholen, Kunst verbindet alle Menschen, welche das Ziele haben. Thank you.